Also Publizistik als Studium ist, glaube ich, eine sehr gute theoretische Unterlage. Publizistik ist kein, quasi keine Berufsausbildung für einen Journalisten, das stimmt auch. Ich finde sie aber trotzdem fast unentbehrlich aus dem Grund, weil man dort etwas lernt, von dem ich festgestellt habe, dass viele junge Kollegen einfach nirgendwo lernen, und das ist, medienkritisch zu sein. Das heißt, in der Publizistik, in einem Studium, wo man Medientheorien und Mediengeschichte und so weiter lernt, ist der richtige Ort, auch Selbstkritik zu lernen. Zu lernen, was richtiger Journalismus ist, ethnische Grundsachen und so weiter, die man dort lernt. Das sind die Sachen, die ich mitgenommen habe. Also es war weniger praktische Ausbildung, die man heutzutage zum Beispiel an der FH kriegt. Publizistik zu studieren als Journalist ist sicher nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Was in dem Beruf des Online-Journalisten auch wichtig ist, ist zu wissen, dass der Job nie vorbei ist. Also es gibt keine Dienste von 9 bis 17 Uhr, es gibt keinen Redaktionsschluss, wo man zumachen kann und sagen, okay, jetzt ist gedruckt, jetzt lege ich morgen erst wieder los. Eigentlich sind wir alle Internet-Junkies und sind permanent online. Was auch wichtig ist, ist, sich einfach zu spezialisieren auf etwas. Also ich fand es wahnsinnig gut, dass ich Geschichte im Erstfach studiert habe oder überhaupt ein anderes Studium habe, weil ich da zum Beispiel Sachen gelernt habe, wie recherchieren oder Geschichten erzählen. Also das ist das eigentlich, was ursprünglich Historiker machen. Und der Unterschied zum Journalisten ist, dass der Journalist lebende Zeugen hat und auf die Straße geht, während der Historiker eher im Archiv wühlt. Aber im Grunde ist es dieser Quellencheck, Recheck und so weiter. Und die Suche ist eigentlich das Gleiche. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Journalist Geschichte studieren sollte, aber er sollte irgendwas studieren, wo er sich auf irgendeine Art und Weise thematisch spezialisiert. Online-Journalist ist ein Rounder, der eigentlich alles können muss, vom Programmieren bis Video. Das ist jetzt kein überzogener Anspruch, das ist einfach etwas, was verlangt wird und nur so funktionieren kann. Im journalistischen Bereich gibt es nicht die eine Ausbildung, sondern sehr viele verschiedene Zugangswege. Das ist auch das Tolle an dem Beruf. Also man kann von verschiedenen Bereichen kommen. Ich finde, man sollte in einem Bereich sattelfest sein. Und viele Journalisten sind dann auch Generalisten. Das heißt, lernen dann auch dazu, lesen sich Dinge an. Also es gibt nicht den einen Königsweg, sondern verschiedene Möglichkeiten. Aber es gibt eben Handwerkstechniken, die immer gleich bleiben. Also was ist eine Geschichte, wie schreibe ich eine Geschichte? Und es klingt banal, aber die Beherrschung der Rechtschreibung und der deutschen Grammatik ist in unserem Beruf zentral. Was auch natürlich immer wichtiger wird, Einordnung. Die Nachrichten werden immer mehr, die auf uns alle hereinprasseln. Und wir Journalisten müssen immer mehr selektieren und auswählen. Also zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig, was bringt man groß, was wird entsprechend kleiner. Also diese Gabe, und dazu muss man was wissen, wird immer wichtiger. Man muss sehr viel lesen. Man muss viel lesen, um dann auch berichten zu können. Etwas, was ich auch immer jungen Leuten mitgebe, schaut, dass ihr, wenn möglich, das Studium auch fertig macht. Und eben ein erweiterter Kulturbegriff ist in unserem Bereich auch sehr, sehr wichtig. Also es wäre schwierig, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der zum Beispiel der Meinung ist, dass, ja, es reicht, was sich innerhalb der Grenzen Österreichs abspielt. Also da braucht man schon einen gewissen Weitblick. Studium ist wichtig, ja, aber die Welt da draußen ist auch wichtig. Es ist schwieriger geworden, keine Frage, für die jungen Leute. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, und gute Leute, die wirklich etwas wollen, die kriegen dann auch eine Chance. Die Freiheit des Journalismus besteht ja darin, dass er sozusagen im Dienst der Bevölkerung Kritik und Kontrolle ausübt. Darin ist seine Freiheit gerechtfertigt. Darin hat er mehr Möglichkeiten, seine Freiheit zu äußern, zum Beispiel seine Meinungsäußerungsfreiheit, als der Durchschnittsbürger. Aber diese Freiheit ist jeden Tag neu zu erkämpfen gegen all diese inneren und äußeren Gefährdungen dieser Freiheit. Und der starke ökonomische Druck macht es nahezu unmöglich, diese Freiheit noch sinnvoll zu verteidigen. Das sind beispielsweise Probleme, mit denen wir uns hier in der Kommunikationswissenschaft beschäftigen, wo wir sagen, die Dinge, so wie sie funktionieren, sollten anders funktionieren. Also es geht uns nicht darum, zu zeigen, wie funktioniert etwas, sondern es geht uns darum, zu sagen, so funktioniert und sollte es nicht anders, besser funktionieren, weil. Also wir versuchen, die Praxis theoretisch zu begründen und schlechte Praxis auch begründeterweise als solche zu bezeichnen. Das ist Aufgabe eines Universitätsstudiums, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Beruf, der ja nicht nur ein Beruf ist, sondern von dem hängt ja das gesamte demokratische Zusammenleben ab.
wenn die Medien sozusagen manipuliert werden durch äußere Einflussnahme, durch die Politik, durch die Ökonomie, dann kann der Bürger sich nicht mehr auf die Quellen verlassen, auf die Medien. Das heißt, er wird dann eigentlich zum Instrument gemacht, nicht? Und das ist in einer Demokratie nicht gut. Das sollte gerade die Demokratie nicht tun. Die Demokratie hat ja, darin ist ja der Bürger souverän, dass er kann nur deswegen souverän sein, weil er die Informationen bekommt, um seine Souveränität leben zu können. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann wird er ja quasi zum Mitläufer, ohne dass er es weiß. Ich denke, in der Öffentlichkeitsarbeit ist es sehr wichtig, dass man verlässlich ist. Und man arbeitet ja mit Journalisten zusammen. Man versucht, die eigene Organisation oder die Stärken, die Geschichten, die wir haben, auch in die Medien zu bringen. Und da darf man eigentlich niemanden täuschen, sage ich mal. Also wenn man einen Journalisten mit einer Geschichte täuscht, wir haben eine ganz großartige Sache, der kommt dann und ich habe ihn das Licht geführt, dann geht das Vertrauen schnell verloren. Das heißt, die Verantwortung liegt einfach darin, dass man so gut wie möglich die Organisation abbildet, dass man aber gleichzeitig schaut, was ist denn das Interessante, also medial betrachtet. Es gibt so Nachrichtenfaktoren, die sehr wichtig sind für Journalisten. Wo ist die Geschichte? Und da gilt es einfach zu schauen, dass man es interessant genug macht und sich dennoch nicht selbst verkauft. Das ist dieser Spannungsbogen, wo man mittendrin sitzt. Und ich glaube, da ist vor allem die Verantwortung von jemandem gefragt, der in der Öffentlichkeitsarbeit arbeitet. Mein Eindruck ist, ich habe selbst miterlebt, dass die Zahl der Stellen in der Öffentlichkeitsarbeit in den letzten 20 Jahren sehr zugenommen hat, weil die Medien auch unter dem Druck standen, einzusparen und man sozusagen gewisse Arbeiten ausgelagert hat. Man bedient sich jetzt der Öffentlichkeitsarbeit von Organisationen, dass die schon fertige Produkte bringen oder schöne Geschichten bringen. Das heißt, das Potenzial ist da und ich glaube, dass das auch in Zukunft noch schärfer wird. Also dass der Druck der Medien, der Zeitungen noch größer wird, einzusparen und deshalb es noch eine Spur oder ein wenig zu einer Verschiebung kommt, noch mehr zu einer Verschiebung zur Öffentlichkeitsarbeit. Das sehe ich nicht nur gut, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ein wichtiger Bereich ist auch, dass wir für unsere Partnerorganisationen, aber auch für unsere politische Arbeit in Österreich Informationen aus den Ländern wieder zurückbringen nach Österreich. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass sich die Kollegen in der Öffentlichkeitsarbeit vorher gut auseinandergesetzt haben mit sozialen Zusammenhängen und aber auch wirtschaftlichen Zusammenhängen. Das spielt ja alles eine Rolle, ist alles verschränkt. Und das heißt, wir brauchen weltoffene Kolleginnen, die wirklich auch interessiert sind an globalen Zusammenhängen. Schon vor dem Studium gewusst, dass ich mich dann innerhalb dieses sehr breiten Bereichs Kommunikationswissenschaft auf Fernsehen spezialisieren möchte, weil das war vorher eigentlich schon mein Hobby und großer Traum. Es gibt die Praxisfelder, da habe ich mich damals für Fernsehen entschieden und da gibt es sehr praxisorientierte Übungen, wo man auch die Kamera in die Hand nimmt und kleine Beiträge dreht und da hatte ich sehr viel Spaß im Studium, aber das ist nur ein kleiner Teil und es ist trotzdem in erster Linie ein wissenschaftliches Studium und ich glaube, dass da manche sich was anderes erwarten. Für mich war das nicht so und ich schätze das auch an dem Studium, ich habe das halt vorher gewusst, es ist ein wissenschaftliches Studium und da befasst man sich mit Fragen auch theoretisch und wenn man aber nur Lust hat, die Kamera in die Hand zu nehmen oder mit einer Schnittsoftware zu arbeiten, dann ist man vielleicht falsch im Studium. Ich sehe, dass das Feld Fernsehen sich gerade sehr entwickelt. Da tut sich viel und auch bei Okto wird sich einiges weiterentwickeln, weil Fernsehen und Online auch immer mehr verschmilzt. Deswegen habe ich eigentlich die Erwartung, dass es viele Perspektiven geben wird, nur dass man einfach gefasst sein muss, dass sich viel ändert und dass es vielleicht viele von diesen klassischen Spezialisierungen nicht mehr so gibt, weil es mehr
Es gibt ja jetzt auch schon immer mehr die Videojournalisten. Ich glaube, dass man sehr flexibel sein muss in Zukunft in dem Beruf, weil sich viel tun wird. Ein bisschen Belastbarkeit muss man schon mitbringen in den Job. Und man darf sich auch nicht so schnell entmutigen lassen, wenn man nicht gleich von Anfang an die coolste Aufgabe, sage ich jetzt mal, übernimmt. Aber man muss einfach klein anfangen. Das heißt, für meinen Karriereweg war das auch der richtige Vorsatz, weil ich habe auch erst Empfang gemacht und irgendwann hat es halt dann geklappt, dass ich noch mehr mache und wirklich Teil des Produktionsteams bin. Es ist immer wichtig, sich klar zu werden, was interessiert mich denn? Interessiert mich eher die inhaltlich-journalistische Seite? Interessiert mich eine gestalterisch-künstlerische Seite? Brenne ich dafür, Kamera zu machen? Brenne ich dafür, Schnitt zu machen? Was auch immer, ja. Finde ich das Gestalten von Radiobeiträgen großartig, etc. Dann Praxis sich aneignen. Wir sehen es als einen wesentlichen Schritt im Sinne einer Demokratisierung der Rundfunkmedien, den Leuten das Ganze eigentlich durchblickbar zu machen. Und da ist bei gegebenem Interesse entweder einer der Lehrveranstaltungen auf der Publizistik anzuwählen, die ja dann bei uns 1-2 Tage wirklich voll in einer Studioproduktion involviert sind, oder ganz einfach eins der Workshop-Angebote an 3 Abenden bei uns in Anspruch zu nehmen, um da mal die Grundzüge der Bildgestaltung, der Kameraführung und der Postproduktion einmal zu lernen. Und dann sieht man eh, ob es dem einen oder der anderen gefällt und man dabei bleibt. Die Kommunikationswissenschaft ist eine interdisziplinäre oder sogar eine transdisziplinäre Wissenschaft. Das heißt, sie hat sehr viele Anschlussstellen an Fächer wie Politikwissenschaft, Psychologie, Soziologie, Kunstwissenschaft, Sprachen, Sprachwissenschaft. Das heißt, überall dorthin kann die Kommunikationswissenschaft ihre intellektuellen Fühler ausstrecken und bezieht auch von dort Anregungen. Also Kommunikationswissenschaft ist so eine Art Überwissenschaft, die sehr offen sein muss in alle anderen Fächer, die es gibt, die die Universität anbietet, bis hin auch zur Ethnologie oder zur Geografie, also menschliches Zusammenlegen in geografischen Räumen. All das hat mit Kommunikationswissenschaft zu tun. Das bietet ihm schon dem jungen Studenten, das bietet den jungen Menschen eine ungeheure breite Vielfalt an Betätigungsmöglichkeiten. Es gibt fast nichts, kein Interessensgebiet, das nicht im Rahmen von kommunikationswissenschaftlichen Überlegungen abgedeckt werden könnte.